Time. Maschinenfunk und wir schalten wieder ein. Das ist die Radio Show. Das ist die Radio Show. Well, das ist die Radio Show. Und ihr seid wieder dabei. Sonntagabend, es ist Radiozeit. Hier ist Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine in der Weihnachtsausgabe. Ja, Freunde, das ist übrigens die letzte Show vor Weihnachten. Dann gehen wir in eine kleine Weihnachtspause. Aber ihr müsst nicht traurig sein, denn wir sind trotzdem für euch da. Wir haben ein neues Format für euch am Start, nämlich auf Twitch. Und da beginnen wir auch direkt heute nach der Radioshow um 20.30 Uhr sehen wir uns wieder zu einer schönen Talkrunde mit dem lieben Marco Vetter und natürlich mit euch. Ihr könnt eure Fragen stellen im Chat und euch mit uns unterhalten und das wird mit Sicherheit sehr, sehr cool. So, außerdem habe ich natürlich einen sehr, sehr coolen Special Guest wieder für euch, nämlich die Band Hell Boulevard. Und weil ja Weihnachten ist, habe ich mir überlegt, ich mache mal eine Show mit besonders vielen Musikwünschen von euch. Ich kann natürlich wieder nicht alle berücksichtigen, ihr wisst das, YouTube hat ja dieses Copyright-Ding und deswegen kann ich nicht jeden Song spielen, aber den ersten Wunsch kann ich auf jeden Fall spielen. Ihr habt euch gewünscht, Avarium mit Rest in Peace. Body cold and peaceful, abounded without life, roses fall into your grave,
Vivarium und Rest in Peace, meine Lieben. Ja, wer ist nachher eigentlich von euch dabei bei unserer ersten Twitch-Runde? Das wird auf jeden Fall super lustig. Wie gesagt, wir haben ja den Marco Vetter am Start und wir werden über alte Zeiten reden. Und apropos alte Zeiten, ein Musikwunsch hat uns erreicht aus dem fernen Korea. Der liebe Colin hat uns geschrieben und hat gefragt, ob wir nicht mal was vom alten Album spielen können, und zwar Weichen und Zunder. Kann ich natürlich. Lieber Colin, hier ist für dich aus dem Weichen und Zunder Album der Song Weichen und Zunder. Viel Spaß. Thank you.
Weichen und Zunder aus dem gleichnamigen Album Weichen und Zunder, Leute. Ja, Freunde, es ist ja bald Weihnachten, ne? Adventszeit und so. Und ihr seht, ich habe mich extra schick gemacht für euch. Sehr weihnachtlich hier. Und dazu passt die nächste Band sehr, sehr gut. Die haben nämlich eine Unplugged-Tour jüngst gemacht durch die Clubs in Deutschland. Und nicht nur in den Clubs, ich glaube, die waren auch auf einem Schiff. Und ich rede von der Band Märzfeld. Sehr, sehr gute Freunde von uns. Und die haben in der Tat eine Unplugged-Tour gemacht und haben dabei viele Songs ihres Albums Zorn in einer Unplugged-Version quasi gemacht. Und ich finde, das hatte so ein bisschen weihnachtliche Stimmung irgendwie. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, wisst ihr was? Ich spiele was von dem Zorn-Album. Hier ist also für euch Märzfeld und Einer wie alle. Bitteschön. Sonst keiner hat an allen Körperteil. Septum und Bridge, Hardcore Undercut, mein kacke eigenes Teil. Ich bin so krass in allem, was ich sag, damit man mich auch hört. Ich zeig viel mehr als sonst irgendwer, sonst ist mein Leben nichts mehr. Ich bin nur einer wie alle. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Ein Conscience-Hans in der Wüste. Ein Stück Belanglosigkeit. Ich bin nur einer wie alle. Ich falle nicht ins Gewicht. Denn es spielt gar keine Rolle, ob es mich gibt oder nicht. Ich will, dass man mich will, die Welt sich um mich dreht. Ich gebe Antwort, wenn keiner fragt, weil's mit mir fällt und steht. Ich bin brutal individuell, unfassbar kreativ. Auf Selfies reiß ich manchmal weit auf, fast schon intuitiv. Ein Stück Belanglosigkeit. Ich bin nur einer wie alle. Ich fall hier nicht ins Gewicht. Denn es spielt gar keine Rolle, ob es mich gibt oder nicht. Ich bin nur einer wie alle. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Ein Conscience-Hans in der Wüste. Ein Stück Belanglosigkeit. Ich bin nur einer wie alle. Ich fall hier nicht ins Gewicht. Denn es spielt gar keine Rolle. Nein, überhaupt keine Rolle. Ob es mich gibt oder nicht. Einer wie alle von Märzfeld. Ja, Freunde,
Es ist wieder soweit. Es ist Sonntag. Und was machen wir an einem Sonntag? Wir huldigen dem R. Ganz genau. Und natürlich darf das auch in dieser Sendung nicht fehlen. Hier ist also das R zum Sonntag. Das R zum Sonntag. Vor ziemlich genau 3 Jahren, oder waren es 4, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir auf dem Mera Luna gespielt. Das war damals, als es noch Konzerte gab und Festivals und so. Genau. Da habe ich eine Band das erste Mal gesehen, die fand ich sehr, sehr cool. Und wiedergesehen haben wir uns auf dem Dark Horizon Festival. Eins der wenigen Konzerte, die wir 2020, also in diesem Jahr, gespielt haben. Das Dark Horizon Festival wird übrigens von der Band Agonoise veranstaltet. Und das war sehr, sehr cool. Die hatten ein cooles Line-up. Und da war diese besagte Band, von der ich eben gesprochen habe, auch wieder dabei. Ich rede von Rabia Sorda und die haben einen sehr, sehr geilen neuen Song am Start und der ist auf Spanisch, fand ich super cool, deswegen spiele ich den jetzt für euch. Hier ist also Rabia Sorda. Ahora llora el niño con hambre y no hay rendición. El sufrimiento y la miseria que no puedes escupir. El ruido blanco palpitando, ilusiones que he olvidado. Hipocresías que matan. So
Rabia Sorda, ihr Lieben. Ich komme zu unserem nächsten Musikwunsch. Und der erreichte mich aus England. Die liebe Jane hat geschrieben und gefragt, ob wir nicht mal den Song Foltergeist spielen können. Auch aus dem Weichen und Zunder Album. Freut mich natürlich sehr, dass ihr die alten Sachen noch hört. Finde ich sehr, sehr cool. Und natürlich erfülle ich dir diesen Wunsch sehr, sehr gerne. Hier ist also für die Jane aus England Foltergeist aus dem Weichen und Zunder Album. Bitteschön. Schlecht ergeht, lass dich gern leiden, damit sich meine Lust vermehrt. Vergifte Pfeile und treffe dann dein Herz. Foltergeist von der Weichen und Zunderplatte. Ja, Freunde. Ich wollte noch mal auf unseren Twitch-Kanal hinweisen. Denn da ist ja nachher um 20.30 Uhr unsere Talkrunde mit dem lieben Marco Vetter. Ja, wir reden über alte Zeiten. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr lustig. Also es wäre super cool, wenn ihr jetzt gleich nach der Show alle mit rüberkommt zu Twitch. Und den Twitch-Kanal, den blende ich jetzt unten ein, damit ihr auch wisst, wo ihr hin müsst. So, jetzt kommt der nächste Musikwunsch. Letzte Woche hatte ich einen Special Guest hier, der liebe Neil. Und
Seine Band hört auf den Namen Erdling. Und von denen gibt's jetzt für euch Mein Element. Wurde letzte Woche auch gewünscht. Also hier ist Erdling und Mein Element. Bitteschön. Erdling und Mein Element, Freunde. Ja. In Bayern sagt man die Maß und ich sage das Maß. Und das ist sowas von voll, zumindest was Corona betrifft. Finde ich, ist das Maß jetzt mal so langsam voll. Und deswegen gibt's jetzt aus dem Himmelskörper-Album für euch Das Maß ist voll. Bitteschön. Hightech-Schrott im Weltenraum.
Das Maß ist voll, Freunde. Ja, und jetzt muss ich mal Danke sagen, denn es ist unfassbar, aber das gemeinsam Weiter-Bundle bei Mam ist kurz vor ausverkauft. Es gibt, glaube ich, nur noch 5 Stück. Und das ist der Oberhammer. Also vielen Dank, Leute. Und ich hoffe natürlich, das gemeinsam Weiter-Bundle hat euch gefallen oder gefällt euch immer noch. Ja. Jetzt gibt's auf jeden Fall erstmal ein bisschen Musik und ich finde, es ist Zeit, die Musikrichtung mal ein bisschen zu ändern. Wir werden etwas elektronischer. Ich habe euch vor ein paar Wochen eine Band vorgestellt, die finde ich sehr, sehr cool. Ist so eine Mischung aus Depeche Mode und VNV Nation. Und diese Band hört auf den Namen Chrome und von denen gibt's jetzt den Song Visions für euch. Somehow.
Chrome und Visions. Ihr hört Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues in der Weihnachtsversion. Und der nächste Song, den ich jetzt für euch spiele, den kann man am besten mit 3 Worten beschreiben. Ich. Ich aus dem Fadenkreuz-Album, Freunde. So, und ich finde, jetzt wird es mal langsam Zeit für meinen Special Guest. Ich bin froh, dass sie heute in der Sendung sind. Hier ist für euch die Band Hell Boulevard. Hello everybody, here is Matteo Vidiva and Raul from Hell Boulevard. We are the half of our band. You are watching Maschinenfunk, the online radio show from Heldmaschine, which we
thank a lot for inviting us here and for give us the chance to lose some time and to make you lose some time with us. Raul, say something, say hello. Hello. At least we have time to spend doing streamings, which our main activity at the moment, and writing songs. We stream on Twitch on our channel Hell Boulevard TV. We do a lot of stupid stuff during the streams, but we also write some music and show the people the composing process of Hell Boulevard, at least the composing process of 2020, which differs a lot from what we used to do in the past, but it's a new thing, and I think it's interesting. At least it's interesting. I mean, we wrote some not too bad songs while we were online, between a stupid thing and another, because we also like spend some time singing covers, random covers, like I don't know, the last really good ones. Really good ones. And Raul sometimes dances during the streams. If he doesn't want to play a cover, because we choose the cover for each other, and if he doesn't want to play a song, he can dance it. And the last time I think you danced to Backstreet Boys. Yes. Yeah. We always say that since we can't be on tour together and we can't enjoy the time together on the tour bus, this is our way to to spend time together. So all the stupidity that used to be private and just on the tour bus, it's now live on Twitch for everybody to see. You guys are probably gonna play now a video from us, and the video should be the first single of our new album, which is also the title track, and it's called Not Sorry. Thanks a lot to Hell Machine for having us, and we wish a lot of fun to all of you. Ciao. Thank you. Ciao. Sorry, no. Sorry, no. Sorry, no.
Hell Boulevard und Not Sorry. Vielen Dank, dass ihr in der Sendung wart, Leute. So, wir kommen langsam aber sicher zum Ende der Show. Aber denkt dran, es geht ja irgendwie bei uns immer weiter. Und so ist das auch heute der Fall. Denn nach dieser Show hier sehen wir uns auf Twitch. Da machen wir unsere erste Talkrunde. Und die beginnt um 20.30 Uhr. Deswegen, Leute, kommt direkt rüber auf Twitch. Ich blende es jetzt gleich nochmal unten ein. Die Twitch-Adresse seht ihr jetzt gleich hier. Da sehen wir uns dann gleich um 20.30 Uhr. Mir bleibt noch zu sagen, Freunde, schöne Weihnachten. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Maschinenfunk, das Online-Radio, im nächsten Jahr. Und denkt dran, es geht immer irgendwie weiter. Und zwar gleich auf Twitch. Also, ciao, bis gleich. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. Ihr wisst, was kommt. Bei diesem Song würde ich gerne in euch reinspringen. Und zwar mit Kamera, wenn das geht. Okay? Weiter. Komm. Weiter. Weiter. Der Druck ist groß auf seinen Schultern, doch hat die Jagd nicht mal begonnen. Der Waffenknecht ist voll bepackt und stolpernd er versucht zu folgen. Zu sprechen, entscheidet aus dem Hinterland, so muss er nun Versprechen brechen. Ganz nah am Munde bleibt die Hand. Komm los! Weiter, und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Höher, schneller. Das Feuer springt der Reiter weiter, härter, länger, weiter, komm an! Weiter, fast verschluckt an böser Wut, schweißtreibend war sein Gesicht. In seinen Augen leuchtet Glut, doch seine Diener sehen's nicht. So windet er sich durch Dekaden, immer größer wird der Schritt vor Scheu, die Klappen lassen. So Leute, kommt mal ran hier! Walter, ich komme! Walter! Walter! Also hier geht's nicht. Nicht. Weiter. Und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Oh, rückwärts, geil. Höher, schneller, weiter. Wow. Und in das Feuer springt der Reiter weiter. Härter, länger. Weiter.
Yeah.